Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 12. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, die gesamten Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre. Ein neuer platonischer Monat hat begonnen am Dezember 2012, das, was die Maya-Kalender auch beschrieben hat. Das hat eine Art Hysterie ausgelöst in der spirituellen Welt. Oh, jetzt kommt die Weltuntergang. Das haben die Mayas nie behauptet. Sie haben nur beschrieben, wir betreten in einen neuen Zeitalter und das ist die Wassermann-Zeitalter und mit diesem Datum, Dezember 2012, ist dieses neue Zeitalter begonnen. Vorher waren wir noch im Fischenzeitalter. Die Wassermann-Zeitalter endet etwa 4000 und dann kommt die Steinbock-Zeitalter. Und jetzt zu heutigen Tag. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und die Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Wenn ich das korrekt beschreiben möchte, dann muss ich das korrigieren, weil die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Suraya ist die Sonne in indischer Mythologie. Suraya oder die Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Monatsthema ist die Leichtigkeit, Monatsthema ist das Loslassen, Monatsthema ist Ideen verwirklichen und auch ein anderes Selbstwertgefühl aneignen und das bedeutet, wir sollen uns auch mal einzigartig, außergewöhnlich fühlen. Soma ist die Sanskrit-Name für Mond, aber es gibt verschiedene Namen. Eine davon ist Soma. Mond oder Soma bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. Ich setze Mond zum Tierkreiszeichen Stier. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und diese Mondhäuser symbolisieren die Tagesbewegung des Mondes und beschreibt die Einflüsse von Fixsternen. Mond nimmt es auf und reflektiert uns weiter. Die heutige Mondhaus heißt Kritika und wird von Plejaden bestrahlt. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Regengeschwister, weil die weinen. Die Geschichte erzählt, dass ihren Bruder im Brunnen gefallen ist. Ich vermute, das ist aber nur Vermutung, dass dieser gefallene Bruder ist unserem Sonnensystem. Weil unser Sonnensystem kreist gerade diese
platonische Nähe, was ich Anfang erwähnt habe, diese Bewegung, das hat eine Zentralsonne und die Zentralsonne ist nichts anderes als Alkyone und Alkyone ist eine von den Plejaden. Alkyone bedeutet übersetzt die, die über den Bösen siegt. Und die Plejaden kreisen um die Alkyone, das sind die Geschwister, die Regengeschwister. Man nennt auch Regengeschwister, aber das sind auch die Tränen um die Brüder, weil die Brüder ist im Brunnen gefallen. Und weil unsere Sonne männlich ist, das ist so mein Gedanken dazu, dass diesen Brunnen gefallenen Bruder eigentlich unserem Sonnensystem gemeint ist. Und da weinen die Plejaden. Wenn wir über die Plejaden sprechen, über diesen Regengeschwister, sie verkünden auch Regenzeit, also nicht umsonst ist dieser Begriff, diese weinenden Geschwister, das steht in Verbindung zum Frau Holle. Genau das, was hier passiert, genau das beschreibt Frau Holle. Und das ist dieser Mondhaus. Weil genau in diesem Bereich, wo die Plejaden sind, oder dieser Mondhauskritiker, wo gerade sich die Mond bewegt, im Tierkreiszeichen Stier, im Grenzbereich zwischen Widder und Stier, genau hier ist den goldenen Tor der Ekliptik. Und hier regnet's. Und das beschreibt Frau Holle. Und das liegt in unserer Einstellung zum Leben. Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Das liegt an unserer Einstellung. Sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Regnet Gold, dann sind wir die Goldmarie oder regnet Pech, dann sind wir die Pechmarie. Und genau das erzählt auch wunderbar Frau Holle. Und das, was hier passiert und das, was heute die Mondenergie uns zeigt, auch nachdenklich zu sein. Wie ist unsere Einstellung zu unserem Schicksal, zu unserem Leben? Agni ist der Feuergott in indischer Mythologie und steht in Verbindung zum Mars. Und Mars bewegt sich im Widder. Und kann wunderbar sich entfalten, weil hier fühlt sich Mars zu Hause. Mars ist der Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen wieder. Und das bedeutet, jetzt haben wir die Kraft, wir haben auch den Mut, uns zu behaupten oder etwas in Bewegung setzen, was die Feuerelement zeigt, das, was uns begeistert. Buddha ist die Sanskrit-Name des Merkurs, wird aber mit ein D geschrieben. In mein Bild wird mit zwei D geschrieben und das bedeutet übersetzt schon die Erleuchtung. Das meine ich noch nicht, aber steht, also so werde ich das vermitteln, steht mit Merkur in Verbindung. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und ist noch rückläufig. Indra steht mit Jupiter in Verbindung und bewegt sich in Skorpion. Jupiter vergrößert immer etwas, dehnt sich aus. Im Wasserelement hat ein Einfluss auf unsere Gefühle.
Jupiter vertritt auch die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Aber öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Und heute wird das so sein, weil steht in Verbindung zum Sonne, Jupiter und Sonne, die beide haben jetzt gerade eine Verbindung und das ist Spannung. Und das erleben wir als Ungerechtigkeit. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und zeigt die Bedürfnis in die Liebe, Partnerschaft, mehr Stabilität, mehr Sicherheit in die Liebe, Partnerschaft. Und auch bei uns Damen, wie wichtig das ist, Struktur zu haben im Leben, unseren Ziele zu erreichen. Also das belehrt uns schon die Steinbock-Energie. Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Saturn bewegt sich im Schütze und belehrt uns Ziele setzen. Die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch sind dort unsere Wünsche beschrieben. Ist auch Feuerelement und zeigt auch Begeisterung. All das, was uns begeistert, all das, was unserem Herzenswunsch ist, das sollen wir als Ziel setzen, das in Form bringen, das, was uns Saturn zeigt und belehrt uns. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und jetzt schauen wir an die Elemente. Mars, Saturn ist im Feuerelement. Venus und Mond ist im Erdeelement. Interessant ist, dass beide weiblichen Energien. Also wir Frauen brauchen gerade wirklich die Sicherheit, Stabilität, auch die finanzielle Sicherheit und auch einen festen Boden unter unseren Füßen. Oder kann auch bedeuten, dass wir Frauen vermitteln das gerade. Sonne ist im Luftelement, Jupiter und Merkur ist im Wasserelement, also die Elemente sind ziemlich ausgeglichen. In die Mitte ist Ganesha und hütet die Astrologie und begleitet uns bei jedem Neuanfang und bringt uns Glück. Und jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich im Widder und löst auch aus Umbrüche und Veränderungen. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und zeigt unseren Träume, unseren Fantasie, unseren Visionen, lässt uns inspirieren. Und Pluto ist im Schütze und zeigt die inneren Kraft. Jetzt noch die Verbindungen, dass Sonne und Jupiter in einer Spannung stehen, das habe ich gesagt. Sonne bringt Klarheit in dieser Situation und lässt unsere Augen öffnen. Und was sehen wir? Ungerechtigkeit. Natürlich kann auch eine rechtliche Lage sein und entsteht in dieser rechtlichen Lage ein Streit oder Unangenehmigkeiten, was wir noch überprüfen sollen. Mars steht in einer sehr schönen Verbindung zum Saturn, das heißt, die Kraft ist da, uns zu behaupten, und Saturn zeigt, bring das in Form, bring das in Ordnung, sei mutig, kläre das alles. Und Mond und Venus stehen auch in einer schönen Verbindung. Beide ist im Erdeelement, verbinden sie sich und das ist eine Harmonie in die Liebe, Partnerschaft, auch in unseren Gefühlen. Alles ist wundervoll. Die einzige Spannung, was eine Herausforderung sein kann, das ist Jupiter und die Sonnenverbindung.
die Ungerechtigkeiten, was uns gerade aus dem Ruhe bringen kann. Jetzt zum Maya-Kalender. Es beginnt heute eine neue Welle. Und diese neue Welle dauert bis 24. März. Das heißt von 12. März bis 24. März 2019. Wir sind gerade im 8. Welle und in diesem Welle haben wir gerade die Erde-Element. Die Erde-Element bedeutet Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, Struktur und Realität. Jetzt werden wir etwas im Tat umsetzen. Natürlich steht die Erde-Element auch für unseren Planet, steht in Verbindung zu unserer Natur, aber auch zum Materie. Also das wird auch wichtig sein, die Finanzen und indirekt auch die beruflichen Situationen. Das hängt auch zusammen mit den Finanzen. In diese neue Welle, was jetzt gerade beginnt, eine Welle ist wie Ton oder Frequenz oder Schwingung. Eine Welle dauert 13 Tage lang und das entspricht im Maya-Kalender wie ähnlich wie in unserem Kalender die 7 Tage Wochen. Also diese neue Welle beginnt und diese neue Welle dauert bis 24. März und bedeutet Entwicklungswegen. In Verbindung setzen zu unserem Lebensweg. Und in dieser Welle erkennen wir, wo ist unsere Bestimmung? Was können wir umsetzen im Tat? Was ist unsere Lebensaufgabe auf die Erde? Wie geht das weiter? Wir betrachten in diesen Wellen unsere Lebensumstände. Wir werden das genau anschauen und wir werden wichtige Entscheidungen treffen. Wie geht das weiter? Welche Schritte sollen wir tun? Und das können wir so verstehen, dass wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zurück zum Gott. Und Gott erkundigt sich. So kann ich das vorstellen. Und fragt, naja, erzähl mal, wie war es denn auf der Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt. Wenn die Seele glücklich ist und fühlt sich befreit, dann hat von Karma befreit. Natürlich kommt die Gerechtigkeit dazu, die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, aber das möchte ich jetzt nicht erwähnen. Die Seele erzählt. Und wenn die Seele glücklich ist, fühlt sich befreit, dann geht in einer anderen Stufe weiter. Wenn aber die Seele sagt, ich habe doch gar nicht gelebt, ich habe so viel Falsches gemacht, ich war im falschen Weg, dann hat die Möglichkeit, das besser zu machen. Und die Seele kommt wieder zurück auf die Erde, macht eine Seelenreise, das ist wie ein Rad, das ist ein Schicksalsrad und so lange bleibt in diesem Karma, so lange bleibt in diesem Schicksalsrad, bis sich befreit fühlt. Die Ziel ist, selbst zu sein. Die Ziel ist die Selbstliebe. Die Ziel ist das Glaube, Glaube an sich selbst, Glaube an Gott
und das Leben zum Vertrauen, das Fluss des Lebens zu vertrauen und glücklich zu sein, das Leben so gestalten, jeder nach ihrem Wunsch. Das ist wie eine Schöpfung, wie oben, so ist es unten. Und dann fühlt man sich glücklich und befreit. Das ist das Ziel. Und so lange, bis wir dieses Ziel nicht erreicht haben, sind wir in diesem Rad drin, in diesem Schicksalsrad. Und dann wiederkehrt sich alles von vorne an. Natürlich wählt die Seele immer einen Schicksalsweg aus. Jedes Mal einen anderen Weg, aber passend zu der Seele. Und ein Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und jetzt bei diesem Welle, mal zurück zum Maya-Kalender, schauen wir diesen Lebensweg, diesen Schicksalsweg genau an. Was möchte die Seele uns sagen? Sind wir im richtigen Weg? Oder sind wir in Umwegen oder sind wir in einer Sackgasse? Es gibt keinen falschen Weg. Es gibt nur den richtigen Zeitpunkt, wann wir das verbessern können. Also wir überprüfen das gerade. Bin ich im goldenen Weg? Mache ich meine Aufgabe? Oder bin ich in einem Umweg? Und das, was wir in diesem Welle verbessern. Und wer sagt uns, was ist für uns richtig? Unsere Seele sagt das, unsere inneren Stimme. Also wir sollen auf unsere inneren Stimme und unserem gesundes Bauchgefühl vertrauen, weil das ist die beste Ratgeber. Und dann korrigieren wir das und genau das, was wir tun, in diesem Welle. Weil das ist jetzt unsere Aufgabe. Erkennen, wo ist unser Platz im Leben? Was ist für uns der richtige Weg? Welche Entscheidungen sollen wir treffen? Wie geht das weiter? Welche Schritte sollen wir tun? Die heutige Zahl ist die Zahl 1. Ganz logisch, weil jetzt beginnt die neue Welle, also wir starten mit dem Zahl 1. Und das bedeutet erstens Einheit, aber auch ein Neubeginn. Und die Quelle. Was ist die Quelle? Natürlich auch die göttliche Quelle, aber auch unserem Selbst, unserer Intuition. Das ist auch eine Quelle, steht aber mit dem Göttlichen in Verbindung. Die heutige Kraftfeld oder planetarische Energie ist Eb und Eb bedeutet Straße, ein Weg, unserem eigenen Weg zu machen, ein gelber Mensch, befreit zu sein, unserem Lebensaufgabe machen. Das sind die Entwicklungen, die Seelenplan zum Erkennen. Und was ist ein Seelenplan? Die Geburtshoroskop, das ist der Seelenplan. Da kann man alles wunderbar ablesen. Aber wenn jemand das nicht möchte, ist auch nicht schlimm, dann ist wichtig auf die Intuition hören, weil das ist die Stimme unserer Seele und diese Stimme zeigt uns, sagt uns etwas und die Seele kennt diesen Plan, weil die Seele hat es selbst ausgesucht. Und es ist wichtig, gerade bei diesem gelben Mensch, bei diesem Wegen, Entscheidungen treffen, unserem Lebensaufgabe machen, neue Wege, neue Entscheidungen, neue Schritte, unserem Seelenplan folgen. Und die Mondenergie ist heute Esnab. Esnab und bedeutet weiße Spiegel, weiße Spiegel. Es wird etwas gespiegelt und wir sollen in diesem Spiegel schauen, welche Eindrücke haben wir heute von außen, weil das flüstert uns auch oder andere Menschen spiegeln uns auch etwas. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen.
Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.